Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Hier spricht Dominik Haas aus Grünstadt. Hallo. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei Dinge sollen uns durchs Leben tragen. Unter Liebe kann ich mir direkt was vorstellen. Im Wissen, dass ich geliebt bin, geht es sich einfacher durchs Leben. Der Glaube ist auch ganz schlüssig. Ich weiß um Jesus und seine Stärke, ich glaube an ihn und halte mich an ihm fest. Aber was ist Hoffnung? Und wie kann Hoffnung mich tragen? Hast du gewusst, dass es dieses Wort in vielen Sprachen gar nicht gibt? Deutlich wird es, wenn die Bibel in eine neue Sprache übersetzt wird. In den letzten Jahren und Jahrzehnten waren das vor allem Sprachen von kleinen Volksgruppen oder Stämmen, die noch gar nicht so lange entdeckt sind. Wenn die Bibelübersetzer dann die Bibel Vers für Vers in die neue Sprache übertragen, kommen sie öfters an ihre Grenzen, weil es nicht jedes Wort in jeder Sprache gibt. Zum Beispiel eben das Wort Hoffnung. Die Übersetzer versuchen, den Wortsinn den Menschen zu erklären und diese umschreiben es dann mit ihren Begriffen. Verschiedene Bibelübersetzer haben für dieses Wort folgende Umschreibungen gefunden. Im Südsudan bedeutet Hoffnung, das Herz auf den Kopf setzen. In einem Stamm in Mexiko sagt man, warten und dabei innerlich stark bleiben. In einem benachbarten Volk in Mexiko meint Hoffnung, Herzstärke. In Burkina Faso schluckt man Speichel, wenn man hofft. Und auf West-Tscherkessisch, einer Sprache im Kaukasus, erklärt man hoffen damit, dass das Herz Gutes erwartet. Was bedeutet Hoffnung für dich? Probier mal verschiedene Umschreibungen aus. So mancher Bibelvers bekommt so eine ganz neue Bedeutung. Im Psalm 27 heißt es dann, hab festen Mut und lehne dich an am Herrn. Oder hab festen Mut und bring dich selbst dazu, ihn zu sehen. Oder hab festen Mut und halte dein Herz fest. Oder sei voller unruhiger und gespannter Erwartung auf ihn. Je mehr du weißt, was Hoffnung für dich bedeutet, desto mehr kann sie dich tragen. Und desto mehr kann Gott selbst deine Hoffnung werden. Beten wir. Danke Gott für die Vielfalt der Sprachen, die trotz so mancher Verwirrung so viel Reichtum enthalten. Danke für Hoffnung, für Herz auf Kopf und Herzstärke. Lass uns tiefer verstehen, was es heißt, auf dich zu hoffen. Dazu segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.